Zum Thema geometrische Orte beginnen wir wieder mit einer Einleitungsaufgabe. Eine Leiter lehnt an einer Wand. Welche Laufbahn legt eine auf der Leiter stehenden Person zurück, wenn diese Leiter ins Rutschen kommt? Diese Situation können wir hier sehr schön modellieren, und zwar: der Fußboden wird durch die X-Achse dargestellt und die vertikale Wand wird durch die Y-Achse dargestellt. Die Leiter wird dargestellt durch die Strecke XY und die Person, die auf der Leiter steht, die wird durch einen einzigen Punkt P modelliert. Hier können wir sehr schön diese Situation darstellen, wo diese Leiter ins Rutschen gerät. Und dann können wir auch, indem wir diesem Punkt P eine Spur hinterlegen, sehr schön erkennen, welche Laufbahn dieser Punkt P zurücklegt, wenn diese Leiter ins Rutschen kommt. Stellen wir die Leiter wieder hin. So, jetzt kommt sie ins Rutschen. Und wir erkennen hier deutlich die Spur, die dieser Punkt P hinterlässt. Diese Spur, diese Laufbahn von P ist eine Menge von Punkten, die alle eine selbe Eigenschaft haben, und es gibt auch keine anderen Punkte, die diese Eigenschaft haben in dieser Ebene. Und genau solch eine Menge von Punkten nennt man einen geometrischen Ort. Ein geometrischer Ort bezeichnet mit L, L wie Lieu géométrique auf Französisch, das ist die Menge der Punkte, die alle eine selbe Eigenschaft haben und die nur diese Punkte haben. Das heißt, ein geometrischer Ort, das ist die Menge aller Punkte, die eine selbe Eigenschaft haben. Das ist ein geometrischer Ort. Weitere Beispiele zu geometrischen Orten. Hier wird ein Punkt C angegeben und eine Distanz R. Wir suchen hier die Menge aller Punkte P, die genau R weit von C entfernt liegen. Schauen wir das in der Simulation her. Alle Punkte der Ebene, die genau so weit von C entfernt liegen, bilden selbstverständlich den Kreis C mit Zentrum C und Radius R. All diese Kreispunkte haben diese selbe Eigenschaft, genau so weit, R weit, vom Zentrum C entfernt zu liegen. Und das sind auch die einzigen Punkte der Ebene, die diese Eigenschaft haben, denn nimmt man einen Punkt außerhalb der Kreislinie, dann ist der Abstand von solch einem Punkt zum Zentrum C streng größer als R. Und nimmt man einen Punkt innerhalb dieser Kreislinie, dann ist der Abstand von diesem Punkt zu C streng kleiner als R. Also können wir sagen, der geometrische Ort L der Punkte, die im selben Abstand R von einem angegebenen Punkt C entfernt liegen, dieser geometrische Ort, das ist der Kreis C mit Radius R und Zentrum C. Ein weiteres Beispiel, hier wird eine Strecke AB angegeben und wir suchen jetzt alle Punkte der Ebene, die gleich weit von A wie von B entfernt liegen. Das ist so ein Punkt vom geometrischen Ort, den wir suchen. Der da aber auch. Die Mittelsenkrechte dieser Strecke AB bildet den geometrischen Ort aller Punkte P, die gleich weit von A wie von B entfernt liegen. Wir können hier also behaupten, der geometrische Ort L der Punkte, die im selben Abstand von zwei angegebenen Punkten A und B liegen, ist die mittelsenkrechte M der Strecke AB. Denn alle Punkte dieser Mittelsenkrechten haben diese Eigenschaft, gleich weit von A wie von B entfernt zu liegen. Und es gibt keinen anderen Punkt in der Ebene, der diese Eigenschaft hat.
nehmen wir einen Punkt links von dieser Mittelsenkrechten. Solch ein Punkt ist definitiv dichter an A als an B. Und nehmen wir einen Punkt rechts von dieser Mittelsenkrechten, dann ist dieser Punkt dichter an B, als er an A liegt. Somit ist M also die Menge der Punkte, die diese Eigenschaft haben, und kein anderer Punkt der Ebene hat diese Eigenschaft. Also ist die Mittelsenkrechte effektiv dieser geometrische Ort. Ein drittes Beispiel. Angegeben wird wieder eine Strecke AB in der Ebene und angegeben wird auch ein Winkel Alpha. Man sucht jetzt alle Punkte, wie hier P1, in der Ebene, von denen aus man die Strecke AB in diesem Winkel Alpha sieht. Das hier ist auch so ein Punkt, das da ist noch so ein Punkt, auch von hier aus sieht man diese Strecke AB im Winkel Alpha. Wir wissen eigentlich schon, dass man von allen Punkten von diesem Kreisbogen diese Strecke AB im selben Winkel Alpha sieht. Woher wissen wir das? Dieser Winkel AP1B, das ist ein Umfangswinkel und dieser Umfangswinkel muss unbedingt halb so groß sein wie dieser Zentriwinkel, der dieselbe Kreissehne AB einschließt. Dieser Winkel Alpha ist also die Hälfte von dem blauen Winkel hier, also ist der blaue Winkel 2 Alpha. Dieser Winkel ist die Hälfte von dem. Dieser Winkel aber auch, das ist ja auch ein Umfangswinkel, der dieselbe Kreissehne einschließt wie dieser Zentriwinkel. Also all diese Umfangswinkel sind halb so groß wie dieser Zentriwinkel, also sind sie alle gleich groß. Durch Symmetrie gegenüber der geraden AB wissen wir, dass man auch von all diesen Kreisbogenpunkten die Strecke AB im selben Winkel Alpha sieht. Aber selbstverständlich. Können wir denn daraus schließen, dass der geometrische Ort aller Punkte der Ebene, von denen aus man die Strecke AB in einem angegebenen Winkel Alpha sieht, die Vereinigung dieser zwei Kreisbögen ist? Noch nicht. Zuerst müssen wir sowieso sagen, dass die Punkte A und B selbst ausgeschlossen sind. Und dann müssen wir noch beweisen, dass es keine anderen Punkte in der Ebene gibt, die diese Eigenschaft haben. Um das zu beweisen, nehmen wir mal einfach einen Punkt innerhalb von solch einem Kreisbogen. Wir verlängern zuerst die Strecke AQ bis zu diesem Kreisbogen hin. Den Punkt hier nennen wir S, S wie Schnittpunkt der geraden AQ mit diesem Kreisbogen. Und dann verbinden wir diesen Punkt S mit dem Punkt B. So erhalten wir hier den Winkel Alpha. Denn der Winkel ASB, das ist ein Umfangswinkel, der diese Kreissehne AB einschließt. Also ist dieser Umfangswinkel genauso groß wie Alpha. Selbstverständlich. Jetzt schauen wir hier in dem Dreieck QBS und nennen den Winkel QBS Omega. Dieser Winkel Phi plus dieser Winkel BQS ergibt ja 180 Grad. Phi plus dieser Winkel BQS, das macht 180 Grad. Also ist dieser Winkel BQS gleich 180 Grad minus Phi. Dieser Winkel BQS hier, das ist aber auch der Winkel, der mit Omega und Alpha addiert 180 Grad ergeben muss, denn das ist ja die Summe der drei Innenwinkel eines Dreiecks. Daraus können wir also schließen, dass 180 Grad minus Phi, das ist dann dieser Winkel BQS, gleich sein muss zu 180 Grad minus Alpha minus Omega, wegen der Summe der drei Innenwinkel im Dreieck BQS. Also 180 Grad minus Phi muss dasselbe sein wie 180 Grad minus Alpha minus Omega,
Daraus können wir sofort schließen, dass Phi Alpha plus Omega sein muss. Dieser Winkel Omega ist aber nicht 0. Für egal welchen Punkt Q, den wir innerhalb dieser Kreisscheibe gewählt haben, ist dieser Winkel Omega nicht 0. Also ist Phi dasselbe wie der Winkel Alpha plus Omega, der ja nicht 0 ist. Daraus können wir schließen, dass der Winkel Phi streng größer sein muss als Alpha. Und da dieser Winkel Phi streng größer ist als Alpha, können sie nicht gleich sein. Ein Punkt innerhalb von solch einem Kreisbogen erfüllt die Eigenschaft also nicht. Jetzt machen wir das Ganze wieder weg und schauen anschließend für einen Punkt Q außerhalb von solch einem Kreisbogen. Wir machen Ähnliches. QA schneidet diesen Kreisbogen in diesen Punkt, den wir hier S nennen. Diesen Punkt S verbinden wir mit dem Punkt B und somit haben wir da einen Umfangswinkel. Der Winkel ASB ist ein Umfangswinkel, der diese Kreissehne AB einschließt. Also muss dieser Winkel ASB ganz genauso groß sein wie Alpha. So ist auch der Fall. Diesen Winkel hier, den Winkel SBQ, den nennen wir jetzt wieder Omega und machen genau dieselbe Überlegung wie eben. Alpha plus dieser Winkel BSQ muss 180 Grad ergeben. Omega plus Phi plus dieser Winkel BSQ muss auch 180 Grad ergeben wegen der Summe der drei Innenwinkel in diesem Dreieck SBQ. Woraus wir also schließen können, dass 180 Grad minus Alpha genau dasselbe sein muss wie 180 Grad minus Phi minus Omega. Das ergibt dann sofort, dass Alpha dasselbe ist wie Phi plus Omega. Aber dieser Winkel Omega hier, der wird auch niemals 0 sein. Für egal welchen Punkt Q, den wir außerhalb von diesem Kreisbogen hier wählen, wird dieser Winkel Omega eine streng positive Öffnung haben. Woraus wir also schließen, dass dieser Winkel Phi streng kleiner sein muss als dieser Winkel Alpha. Also ist auch dieser Winkel nicht gleich Alpha. Letztendlich können wir daraus schließen, dass der geometrische Ort L aller Punkte, von denen aus man eine Strecke AB im selben Winkel Alpha sieht, die Vereinigung von solchen Kreisbögen ist, die A und B enthalten. Wohlbemerkt, die Punkte A und B selbst gehören nicht zu dem geometrischen Ort. Wir werden uns in weiteren Tutorials genauestens mit diesen drei ganz besonderen geometrischen Orten beschäftigen. Die Parabel, die Ellipse und die Hyperbel. Zu seiner Zeit hatte Apollonius von Tyana sich schon mit diesen drei Kegelschnitten beschäftigt. Man nennt diese drei geometrischen Orte Kegelschnitte, weil man sie erhalten kann, indem man einen Kegel mit einer Ebene schneidet. Hier zum Beispiel wurde ein Kegel mit einer Ebene geschnitten, der linke Teil leicht abgetrennt und hier erkennen wir deutlich eine Parabel. Hier wurde auch ein Kegel geschnitten mit einer Ebene, die obere Spitze leicht abgetrennt und hier können wir deutlich eine Ellipse erkennen. Wenn man einen Doppelkegel so mit einer Ebene schneidet, dann erkennen wir hier deutlich einen Hyperbelast und hier unten ist der zweite Hyperbelast. Übrigens, man kann das mathematisch genauestens beweisen, dass der Schnitt von einem Kegel oder auch von einem Doppelkegel mit einer Ebene entweder eine Parabel oder eine Ellipse oder eine Hyperbel ergibt. Diese Lehrsätze nennt man in Frankreich die belgischen Lehrsätze, Le Théorème Belge.